Willkommen. Dies ist eine kompakte Erklärung bzw. Einführung in das Thema Tartaria. Wir versuchen, das Konzept komprimiert darzustellen, um bei denjenigen, für die das Thema neu ist, ein Basisverständnis zu schaffen, auf dem aufgebaut werden kann. Einige von euch, die vielleicht neu auf dem Kanal sind, werden nicht an den Stil unserer Videos gewöhnt sein. Aber wenn ihr Geduld habt, können wir nach der Erklärung der Hauptprämisse von Tartaria und dem, worüber wir überhaupt diskutieren, ins Detail gehen und nach der anfänglichen kurzen Erklärung unterstützende Argumente liefern. Tartaria ist die größte Verschwörung, was bedeutet, dass es keine offiziell anerkannte Erklärung ist. Aber in Bezug auf die Implikationen und das Ausmaß der behandelten Themen und der damit verbundenen kognitiven Dissonanz ist es so groß, dass man es mit Recht als die größte Verschwörung bezeichnen könnte. Im Grunde beginnt alles damit, dass unsere gesamte gelehrte Geschichte zum größten Teil eine Lüge ist. Und zwar so sehr, dass es einem den Verstand raubt, sie überhaupt zu ergründen. Natürlich ist wahrscheinlich auch ein wenig Wahrheit dabei. Und ich sage nicht, dass alles, was geschehen ist, gefälscht wurde. Sondern eher, dass es so eingerichtet wurde, dass es sich auf eine bestimmte Weise abspielt. Tartaria läuft darauf hinaus, dass alte Städte gestohlen bzw. übernommen wurden und eine neue Geschichte erfunden wurde. Was wäre zum Beispiel, wenn ich euch sagen würde, dass New York, Chicago oder irgendeine andere amerikanische Großstadt nicht so gebaut wurde, wie man uns erzählt, sondern dass es sie schon vor den europäischen Siedlern in Amerika gab? Stellt euch vor, dass unsere Städte einfach recycelt wurden. Das wäre doch verrückt, oder? Welche Beweise gibt es, um solche Behauptungen zu stützen? Um das zu beweisen, müssen wir in die Geschichte jeder einzelnen Stadt eintauchen, was wir auch in Zukunft noch machen werden. Aber in diesem Fall können wir uns mit Tampa befassen. Dort gibt es die E-Board-Tunnel, YBOR, von denen der Mainstream behauptet, dass es sich dabei um Prohibitionstunnel handelt. Und in vielen anderen Städten sieht man genau dasselbe. Einer der Hauptbeweise für Tartaria, und keine Sorge, ich werde das Wort gleich erklären, aber ein gutes Argument sind die unterirdischen Tunnel, die man in fast jeder amerikanischen Stadt im Zentrum finden kann. Einige sind klein und könnten in jüngerer Zeit gebohrt worden sein, aber andere sind gewaltig und entsprechen nicht den Fähigkeiten und der verfügbaren Technologie zu dieser Zeit, zum Beispiel der Washington Street Tunnel unter dem Chicago River. Auch in Pensacola gibt es Legenden über unterirdische Tunnel, die jedoch aus den Geschichtsbüchern verdrängt und der mündlichen Überlieferung überlassen wurden, weil sie nicht mit der offiziellen Darstellung übereinstimmen. Und schaut euch das an. Das Henry B. Plant Museum, auch bekannt als Tampa Bay Hotel. Nun, um euch das zu erklären. Einer der Aspekte von Tartaria sind gestohlene Gebäude und verlorene Geschichte. Was ihr finden werdet ist, dass jede Stadt Gebäude aus der alten Welt hat. Alles, was ihr tun müsst, ist ihre Geschichte zu hinterfragen. Denn wenn ich euch sagen würde, dass ich bezweifle, dass diese Gebäude so gebaut wurden, wie uns erzählt wird, also dass es ein umfunktioniertes Gebäude oder ein Bauwerk aus der alten Welt sein könnte, würden die meisten Leute es nachschlagen und an das Museum verwiesen werden, das die Geschichte dieses Gebäudes kontrolliert und eine Geschichte präsentiert. Meistens bekommt man ein paar Fotos vom Bau, aber es ist faszinierend zu sehen, wie schlecht der Bauprozess in dieser Zeit des frühen 19. Jahrhunderts dokumentiert wurde. Man sieht das Gebäude bereits weitestgehend fertiggestellt, mit Gerüsten, kaum Menschen, Fenstern im Boden und deutlichen Anzeichen von Fotomanipulation, was ein ganz eigenes Thema ist. In Tampa gibt es auch das Ponce de Leon Hotel, das komplett aus Beton gegossen wurde und angeblich das erste seiner Art war. Diese Hotels in Florida waren außerdem voll mit Elektrizität ausgestattet, als in Florida noch nicht so viel los war, so heißt es zumindest. Man sieht auch die vertraute Architektur im russischen Stil. Fragt sich nur, warum die Stadt
St. Petersburg, Florida heißt. Das ist auch nicht nur in Florida so, sondern auch in New York, San Francisco, Charleston, St. Louis und vielen anderen Städten. Viele der alten Kirchen in den Innenstädten haben eine fragwürdige Geschichte, da sie mehrmals umgebaut und/oder verlegt wurden. Man kann diese alten Gebäude überall sehen, von Villen aus dem vergoldeten Zeitalter und Regierungsgebäuden bis hin zu kleinen Geschäften in der Innenstadt. Sogar Colleges, Gefängnisse, Krankenhäuser und Militärbasen sind Strukturen, die nicht mit der offiziellen Erklärung übereinstimmen, die man uns erzählt. Natürlich sprechen wir über Strukturen in Amerika zwischen dem 17. und dem 19. Jahrhundert. Es gibt auch keine Beweise dafür, dass sie so gebaut wurden, wie sie es uns erzählen. Außer staatlich genehmigten Dokumenten, manipulierten Fotos und kompletten Lügen. Dazu kommt auch noch, dass man überall in Innenstädten Amerikas etwas sehen kann, das oft als mud-flooded windows bezeichnet wird. Also Fenster und Türen, die unterhalb des Bodenlevels liegen. Natürlich lautet die typische Antwort, dass es sich dabei um Keller handelt. Aber das macht nicht wirklich viel Sinn. In einigen dieser Downtown-Stadtviertel kommt es zu extremen Überschwemmungen. Warum sollte man so etwas bauen, vor allem in Städten, die nah an der Küste liegen? Viele dieser angeblichen Keller haben unterirdische Fenster und Türen, die ins Nirgendwo führen. Das würde bedeuten, dass die Straßen früher auf einem niedrigeren Niveau lagen und dann erhöht wurden. Wir wissen, dass dies in Atlanta mit den Viadukten geschehen ist. Sie haben das alte Atlanta komplett überbaut. Das ist ein wirklich interessantes Thema. Im Grunde haben diese Downtown-Städte in Amerika unterirdische Städte, die keinen Sinn machen. Warum haben sie sich einen Haufen zusätzlicher Arbeit gemacht, um Fenster, Türen und Straßen dort unten zu errichten? Es ist wahrscheinlicher, dass es untere Ebenen der Städte in Amerika gibt, die überbaut wurden. Und es gibt in der Tat Beweise dafür, dass es massive Tunnelsysteme unter der Mehrheit der amerikanischen Städte gibt. Das alleine sollte schon ausreichen, den Bau dieser Städte in Frage zu stellen, da sie bis nach 1900 nicht einmal über ordentliche Abfallentsorgung verfügten. In den 1850er Jahren wurde buchstäblich in Töpfe gekackt. Alles, was wir haben, ist, dass es einen völligen Widerspruch zu der Kultur, der Technologie und der Bevölkerungsanzahl gibt, die notwendig war, um diese Städte und Gebäude in dieser Größe und in diesem Ausmaß in einem so kurzen Zeitraum zu errichten. In der USA wurden in nur wenigen Jahren Bauwerke errichtet, für die man in Europa hunderte von Jahren brauchte. Denken wir daran, worüber wir hier sprechen. In vielen amerikanischen Innenstädten gibt es alte Gebäude, für die es keine detaillierten historischen Aufzeichnungen gibt. Für einige Gebäude gibt es gar keine Baufotos und sie wirken sehr deplatziert für die Zeit, in der sie angeblich gebaut wurden. Auch hier gilt, wenn ihr Beweise wollt, braucht ihr Zeit und wir müssen die Gebäude einzeln auflisten, was wir in anderen Videos getan haben. Denn hier geht es in einigen Fällen um Gebäude von vor über 200 Jahren. Es ist nicht allzu schwer, Informationen über mehrere Generationen hinweg zu manipulieren. Wenn wir uns ansehen, was vor 50 Jahren in den öffentlichen Schulen gelehrt wurde und was heute gelehrt wird, gibt es nur sehr wenig Übereinstimmung. Warum ist es so verrückt, die Gebäude in Frage zu stellen, die in ganz Amerika gebaut wurden, in einigen Fällen sogar aus dem frühen 19. Jahrhundert? Und eines der Dinge, die die Leute fordern, sind Beweise. Beweise, ja, da stimme ich zu. Wo sind die Beweise, dass sie die Gebäude der alten Welt gebaut haben? Baufotos? Es würde euch überraschen, wie viele gefälschte Fotos während des Krieges verwendet wurden. In allen Kriegen, Bürgerkriegen, dem Ersten und auch dem Zweiten Weltkrieg, wurden in großem Umfang Fotomanipulationen eingesetzt, um die in Zeitungen und sogar im Radio verbreiteten Erzählungen zu untermauern. Ich könnte also einfach sagen, dass ich an diesen Baufotos zweifle.
Genauso wie viele die Legitimität der Karte aus 1540 bezweifeln, auf denen Burgen in Amerika abgebildet sind. Und ja, die Karte ist mit Wachsmalstiften gemalt. Aber es ist auch klar, dass sie Schlösser in Amerika in den 1540er Jahren zeigt und nicht manipuliert zu sein scheint. Fotos, und ja auch Baufotos, haben sich dagegen oft als komplette Fälschungen erwiesen. Es gibt auch andere Karten, die Burgen in Amerika zeigen, einschließlich der frühen Stiche von Amerika, auf denen riesige Städte abgebildet sind. Aber nicht nur das, die Karte von Juan Martinez aus 1578 zeigt die sieben Städte von Cibola, die das mystische Land des Goldes waren, von dem die Spanier glaubten, dass es irgendwo im Südwesten Nordamerikas existiert. Hier ist eine Darstellung auf der Karte. Massive, burgenähnliche, befestigte Städte. Also, wenn ihr mich fragt, habe ich mehr Vertrauen in diese alten Manuskripte, als in diese minderwertigen Konstruktionsfotos, die uns von einigen dieser Museen zur Verfügung gestellt werden. Ihr glaubt das nicht? Ist dieses Foto einer Mormonenbaustelle echt? Die meisten würden automatisch annehmen, dass es sich um ein altes Foto handelt, also um einen Beweis. Aber das ist nicht der Fall. Es ist eine komplette Fälschung. Schaut euch diesen weißen Himmel an, beziehungsweise Vanilla Sky. Keine Gesichter, eine schwebende Leiter. Sie haben historische Fotos übermalt. Und wir haben ein ganzes Video, das diese Geschichte der Fotomanipulation zeigt. Das würde bedeuten, dass sie diese Tempel nicht in einer so kurzen Zeitspanne gebaut haben. Diese Mormonen sollen mehrere riesige Tempelkirchen ohne moderne Technologie gebaut haben? Und trotzdem haben sie Fotos manipuliert? Darüber hinaus wisst ihr, dass das Buch Mormon tatsächlich sagt, dass es vor Kolumbus Hochkulturen in Amerika gab und dass sie hier in Amerika tatsächlich Städte hatten? Ja, ich weiß, da steht ein Haufen wirklich verrücktes Zeug drin. Also ist das vielleicht kein Beweis. Aber es ist seltsam, dass sie das überhaupt erwähnt haben. Wie können wir der Geschichte dieser Gebäude vertrauen, wenn unsere historischen Aufzeichnungen über viele dieser Gebäude so spärlich sind? Und wollt ihr den Hauptgrund dafür wissen? Weil es in jeder größeren amerikanischen Stadt ein großes Feuer gab. Und ich glaube nicht, dass es ein Zufall war. Manche sagen, dass es an den Kerzen lag. Oder dass sie nicht genug Ressourcen hatten, um das Wasser zu transportieren und das Feuer zu löschen. Oder was auch immer. Man sagt jedoch, dass das Feuer in Chicago durch eine Kuh ausgelöst wurde, die eine Laterne umstieß. Was am Ende einen Schaden von über 200 Millionen Dollar verursachte. Was keinen Sinn ergibt. Angeblich wurden diese Backsteingebäude so gebaut, dass sie völlig feuerfest waren. Also warum sehen wir so viele Brände in Chicago, New York, Detroit, San Francisco, in ganz Amerika? Und vergessen wir nicht die Weltausstellungen, auf die wir gleich eingehen werden. Glaubt ihr, sie bauen einfach riesige Backsteingebäude und unterirdische Tunnel in ganz Amerika, nur um sie dann aktiv mit Feuer zu zerstören? Während des Bürgerkriegs hat die Union in Columbia, South Carolina, die Stadt gezielt in Brand gesteckt, um die Gebäude und die Mühlen zu zerstören, damit sie nicht vom Süden genutzt werden konnten. Das gleiche haben sie auch mit vielen anderen Städten gemacht, was keinen Sinn ergibt, weil die Union kurz darauf in den Besitz dieser Länder kam. Nun lass uns tiefer ins Material eintauchen. Wir sprechen von Bruderschaften und Fabrikationen unvorstellbaren Ausmaßes, mentaler Bewusstseinskontrolle und Bevölkerungsresets. Ihr glaubt nicht, dass kleine Gruppen von Menschen, die an der Macht sind, die Erde und ihre Bewohner wie ein Sims- oder Zivilisationsspiel behandeln? Der Grund dafür, dass wir nicht mit diesen Informationen vertraut sind, ist, dass diese Städte in Amerika buchstäblich gefunden wurden. Das ist der Grund, warum man in der Geschichte vom Founding eines Gebäudes oder einer Stadt spricht und die Worte dann so umdefiniert, dass es nicht so aussieht, wie es ist. Der nächste Aspekt dieser alternativen Geschichte betrifft die Geheimgesellschaften. Genau, die Freimaurer,
Und ich weiß, dass viele das für einen Witz halten, aber wir nähern uns dem Thema nicht aus der typischen christlichen Illuminatenperspektive. Und auch nicht aus einer Verschwörungsperspektive, die versucht, alles den bösen Freimaurern in die Schuhe zu schieben oder so. Nein, stattdessen diskutieren wir über Geheimgesellschaften aus einer historischen Perspektive. Schlagt mal Odd Fellows nach. Dann geht in eure Stadt und stellt fest, dass es in jeder Stadt eine Oddfellow-Loge gibt oder gegeben hat. Wenn Freimaurer, Oddfellows und katholische Geheimgesellschaften in jeder amerikanischen Stadt Logen hatten, ist das nicht verdächtig oder zumindest ein Eintrag in den Geschichtsbüchern wert? Und ja, natürlich sind Freimaurer und Oddfellows heute nicht mehr das, was sie vor 100 Jahren waren. Wenn man heutzutage in eine Loge geht, trifft man einen Haufen alter Leute, die sich über das Leben unterhalten. Aber früher haben sie alle möglichen Rituale durchgeführt. Die Freimaurer sind nicht diejenigen, die die Kontrolle haben. Auch nicht die Oddfellows. Sie sind die geistig kontrollierten Weisen, die von den phönizisch-venezianischen Familien beherrscht werden. Sie sind die obersten Waisenkinder des Clubs. Geheimbünde waren in der katholischen Kirche schon immer weit verbreitet. Diese Freimaurer wurden Ritter genannt und entwickelten sich zu den modernen Gemeinschaften, die wir als Freimaurer kennen und die wir heute in der Öffentlichkeit als die Illuminaten bezeichnen. Aber die Freimaurer sind nicht die Illuminaten oder die Leute, die die Kontrolle haben. Diese katholischen Weisen in den 1700er Jahren, die eigentlich auf frühere Gesellschaften wie die Rosenkreuzer und die Tempelritter zurückgehen, wurden alle von der Kirche als Schachfiguren im Spiel des Teilen und Herrschens kontrolliert. Diese katholischen Weisen oder Schachfiguren gründeten also ihre eigenen Gesellschaften, die Oddfellows, um Waisenkinder zu erziehen. Und es ist seltsam, denn sie haben diese massiven Gebäude aus der alten Welt, ohne Baufotos, die auch als Irrenanstalten und Waisenhäuser in vielen frühen amerikanischen Städten verwendet wurden. Sie trugen auch wesentlich zur Finanzierung von Schulen und Krankenhäusern in vielen Städten Amerikas bei. Diese Oddfellows waren ein Haufen komischer Typen. Und wir sollen glauben, dass sie nur Philanthropen waren, die ihr ganzes Geld den Bedürftigen gaben? Das ist die Geschichte, die man uns glauben machen will. Aber hier wird es dunkel und das ist alles laut der offiziellen Geschichte faktisch. In der Zeit von 1820 bis 1950 gab es eine Fülle von Waisenzügen, die die Kinder aus Europa in die gesamten Vereinigten Staaten transportierten. Sie taten dies, um die Städte wieder zu bevölkern und Kinder für Zwangsarbeit einzusetzen. Dies geschah schon vor den 1800er Jahren, denn vor den Oddfellows gab es die Findelhäuser, von denen viele eine Architektur aus der alten Welt haben und ziemlich riesig sind. Sie wurden auch als Sanatorien genutzt. Nur zur Erinnerung, denn ja, das hat mit Tartaria zu tun. Im Moment sprechen wir über Waisenkinder und Bruderschaften, weil wir versuchen euch zu zeigen, wie einfach Geschichte manipuliert oder gefälscht werden kann. Wir werden gleich auf die Gebäude zurückkommen. Das Logo des Findelkinderkrankenhauses zeigt eindeutig Diana von Ephesus, die Bienenkönigin und den Stern von Ishtar. Jetzt kommen wir zur Bedeutung der okkulten Symbolik, ein anderes Thema, das zu tiefgründig ist, um es im Moment im Detail zu besprechen. Aber das ist ein klarer Hinweis auf genetisches Klonen. Wir haben ein ganzes Video zu diesem Thema, das ziemlich überwältigend ist. Aber die Antiken und die mittelalterlichen Alchemisten wussten sehr wohl, wie man Menschen in einem Reagenzglas erschafft. Viele der aufgeklärten Geister der Renaissance glaubten, dass es möglich sei, einen vollständig geformten Menschen ohne Geschlechtsverkehr zu erschaffen. Auch die Cabbage Patch Kids aus den 80er Jahren sind nicht nur ein verrückter Puppenhype, bei dem sich die Leute gegenseitig verprügeln, um eine zu bekommen. Nein, das Konzept von Babys, die in Kohlfeldern gezüchtet werden, hat eine viel dunklere Geschichte. Wir haben eine riesige Sammlung französischer Postkarten aus den frühen 1900er Jahren, auf dem Kinder abgebildet sind, die in Kohlköpfen gezüchtet und verkauft werden. Und nein, es handelt sich nicht nur um freundliche, lustige Postkarten. Es gab hunderte davon und einige davon sind echte Fotos von Babys, die wahrscheinlich Waisen waren. Sie zeigen uns durch Symbole den Prozess der Wiederbevölkerung.
Wir haben auch Beweise dafür, denn die erste Erwähnung von Kohlfeldern und heranwachsenden Menschen stammt aus einem Film von 1896, dem ersten jemals gedrehten Film. La Fée Chou von der Regisseurin Alice Guy. Seht euch diesen Film an und sagt mir, dass es nicht verstörend ist, wie sie mit den Babys umgeht. Alice Guy hat selbst gesagt, dass sie diesen Film gemacht hat, um für die Brutkästen auf der Weltausstellung in Paris 1896 zu werben. Diese Weltausstellungen dienten also zum Verkauf von Kindern? Sie wurden buchstäblich Brutkästen genannt. Und es gibt sogar eine Postkarte aus den 1900er Jahren, die das darstellt. Zogen sie Kinder in den Brutkästen für den Prozess der Wiederbevölkerung heran? Zumindest ist das in den Illustrationen deutlich beschrieben. Wir haben also leere Städte, Gebäude, die gefunden wurden von einer Gruppe von Sektenweisen, die wir im Grunde Freimaurer nennen. Und sie gründeten diese Waisenhäuser und Asyle, um diese Städte wieder zu bevölkern. Dann fütterten sie uns mit unserer Geschichte und sogar mit den Ritualen der Feiertage und mit vielen anderen okkulten Gedankenkontrollspielen, mit denen wir im Geheimen in ihren Club aufgenommen werden. Und dieses Phänomen der verlorenen Gebäude und Zivilisationen ist nicht nur in der USA zu beobachten. Es ist eigentlich in jeder europäischen Stadt dasselbe. Das ist überall so und das bringt uns auf die Idee, dass Tartaria eine globale Zivilisation war. Weil viele dieser Gebäude aus der alten Welt, die man in Amerika sieht, der europäischen Architektur ähneln. Nicht nur in Amerika, sondern überall auf der Welt findet man Regierungsgebäude in genau demselben Stil. Manche mögen denken, warum sollte sich jemand damit befassen? Oder dass die Leute sich einfach etwas ausdenken. Aber ich glaube nicht, dass man sich so etwas einfach ausdenken kann, um ehrlich zu sein. Das Interessante an diesen Gebäuden ist, dass es eigentlich ziemlich schockierend ist, herauszufinden, wie schlecht die historischen Aufzeichnungen sind, wenn es um die Entstehung vieler dieser Gebäude der alten Welt in Amerika geht. Ganz zu schweigen von der Anzahl der Gebäude, die durch Brände verloren gingen oder zerstört wurden. Es ist wichtig, unsere Geschichte zu verstehen. Und wenn es stimmt, dass einige der Gebäude in Amerika schon vor den sogenannten Siedlern da waren, was würde das bedeuten? Würde das bedeuten, dass es eine fortgeschrittene Kultur in Amerika gab und dass es nicht nur wilde Ureinwohner waren, als die Europäer ankamen, wie uns erzählt wurde? Ich weiß, dass die Leute, die neu sind, vielleicht denken, okay, aber wo ist der Beweis? Komm schon, wo ist der Beweis? Es ist dieses automatische Quellendenken, das ehrlich gesagt wirklich einschränkend ist. Das soll nicht heißen, dass es schlecht ist, wenn man Quellen heranzieht und Dinge belegt. Das ist nicht, was ich sage. Die meiste Zeit verlangen die Leute aber einfach nur nach von den Universitäten anerkannten Mainstream-Quellen. Aber wenn es um alternative Geschichte geht, haben viele der Dinge, die wir diskutieren, keine autorisierte Antwort, weil wir Geschichten in Frage stellen und herausfordern, die vor Hunderten von Jahren festgelegt wurden. Viele unserer historischen Aufzeichnungen für die Zeit vor 1700 sind nur Gerichtsdokumente, die von der herrschenden Elite leicht verändert oder gefälscht werden konnten. Wir haben eine Geschichte, von der vieles gefälscht sein könnte. Wir reden hier nur von Briefen, Dokumenten und Fotos. Es ist leicht möglich, diese zu fälschen. Okay. Wenn wir zum Beispiel über den Bürgerkrieg diskutieren und ich sage, dass er gefälscht ist, dass alles eine Lüge ist und ihr sagt, wo sind die Beweise? Nun, es gibt keine offiziellen Beweise, das bedeutet aber gar nichts. Was ist ein Beweis? Ein Geschichtsbuch von der Universität oder ein Museum, das euch die Geschichte erzählt? Ist das ein Beweis für euch? Oftmals gehen die Leute in Museen, um über die Geschichte zu lernen. Doch keiner dieser Leute, die Beweise fordern, sagen irgendetwas zu den Museen. Einige von ihnen verwenden moderne Gemälde und die historischen Fotos, die sie zeigen, sind oft fotomanipuliert. Aber was ist, wenn ich euch die eindeutig inszenierten und manipulierten Fotos des Bürgerkriegs zeige? Und auch die Tatsache,
dass es in dieser Zeit Kameras gab, aber es gibt kein einziges Foto des tatsächlichen Krieges? Würdet ihr nicht stutzig werden? Ich könnte auch alle Freimaurer aufzählen, die sowohl auf der Seite der Union als auch der Konföderierten waren. Es war eine Inszenierung, ein brüderlicher Akt, bei dem sie Teile und Herrschen spielen. Und das ist heute genau die gleiche Strategie. Also im Grunde genommen haben sie diese leere Städte in Amerika. Und wir können auch darüber diskutieren, warum das so ist und was passiert ist. Aber im Grunde genommen haben wir leere Städte, die übernommen wurden. Wobei ich jetzt nicht sage, dass dies ein Beweis ist. Da ich weiß, wie leicht Fotos manipuliert werden können. Und es gibt mehrere Fotos aus dem 19. Jahrhundert, die völlig leere Städte ohne Menschen zeigen. Und nein, das liegt nicht an der Belichtung. Seht euch dieses Panorama von San Francisco an, aus dem Jahr 1860 in HD. Warum haben sie keine Konstruktionsfotos in HD von alten Gebäuden? Ich glaube auch nicht, dass dieses Panorama manipuliert wurde. Denn warum sollte man ein Foto so manipulieren, dass es leer ist? Damit es vorzeigbarer aussieht? Für wen? Und das ist eine Menge Arbeit. Wer würde von einem Fotografen verlangen, alle Menschen herauszuschneiden? Und wenn wir bereit sind, die Idee in Betracht zu ziehen, dass ein Fotograf hinging und jede einzelne Person ausgeschnitten hat, aber nicht bereit sind, in Betracht zu ziehen, dass Baufotos gefälscht werden können, dann weiß ich nicht, was ich sagen soll. Es scheint logischer zu sein, zu dem Schluss zu kommen, dass diese Fotos wenig bis gar nicht manipuliert wurden und dass viele Städte, einschließlich Chicago, in den frühen 1900er Jahren Geisterstädte waren. Denn meistens wurden die Fotos manipuliert, um Menschen hinzuzufügen, weil sie so trist und deprimierend waren, dass sie den Anschein von mehr Leben erwecken sollten. Und das mag für die meisten Menschen sehr weit hergeholt sein, aber man muss die Kontrolle über die Medien und die Informationen verstehen. Damals waren Bilder die Medien, und ein Bild hatte und hat immer noch so viel Macht. Das war schon damals bekannt. Die Geschichte, die hinter einem Ort, einem Gebäude oder einem Ereignis steht, hat ebenfalls viel Macht. Warum ist es so verrückt anzunehmen, dass die Propaganda und die Lügen, die wir heute in den Medien sehen, in Wirklichkeit das Ergebnis einer viel tieferen Geschichte sind, die das Erbe der Schätze der Alten beinhaltet? Oder anders gesagt, die Infrastrukturen unserer Städte waren bereits hier. Viele der alten Gebäude und Innenstädte oder Boomtowns sind in Wirklichkeit die Überreste von Städten der alten Welt, die nicht amerikanisch waren oder zumindest so gebaut wurden, wie sie uns erzählen. Also ja, die ganze amerikanische Geschichte ist eine riesige Erfindung, das ist Nummer 1. Nun, wenn ihr wollt, dass ich das erkläre, dann braucht das Zeit. Ich habe bemerkt, dass die meisten sich nicht einmal vorstellen können, ein 50-minütiges Video anzusehen. Aber wie wollt ihr dann sagen, dass es keine Beweise gibt? Es gibt definitiv Argumente für die Behauptung, dass die amerikanische Geschichte stark verzerrt und manipuliert wurde. Soweit die kurze Erklärung. Und versteht bitte, dass ich versuche, ein umfangreiches Thema zu komprimieren und gleichzeitig eine kurze Aufmerksamkeitsspanne zu berücksichtigen. Ich bin noch nicht einmal zur eigentlichen Definition von Tartaria gekommen. Es erschien mir am besten, sofort zur Sache zu kommen, denn viele haben noch nicht einmal in Betracht gezogen, dass Städte gestohlen worden sein könnten. Also wollte ich mich eher darauf konzentrieren, als mich mit der Semantik dessen zu befassen, was Tartaria genau ist. Aber jetzt kann ich es detaillierter erklären, was einige eurer Fragen beantworten sollte. Okay, wir beginnen also mit der detaillierten Erklärung, indem wir zu den Begriffen übergehen. Unsere Definition von Tartaria kann sich mit der Definition des Begriffes von anderen unterscheiden. Wir müssen also erst einmal klären, worüber wir reden, denn viele fragen immer, was ist Tartaria oder wer sind die Tataren? Nun, lasst uns eine möglichst kurze Definition geben. Tartaria ist eigentlich nur verlorene alte Weltgeschichte. Das war's. Aber natürlich gibt es da noch mehr als das. Was ist Geschichte? Kann Geschichte gefälscht oder verfälscht werden? Viele sind bereit zu akzeptieren, dass die Mainstream-Medien heutzutage lügen können.
Die meisten Menschen haben immer noch Probleme damit, Autoritäten zu vertrauen. Aber warum wird die gleiche Logik nicht auf Geschichtsbücher angewendet? Lasst mich euch ein paar Sachen zu bedenken geben, bevor wir zu der Definition kommen. Zum Beispiel mit den Weltausstellungen. Nun wartet mal. Die Geschichte, die man uns erzählt hat, besagt, dass die Architektur, die man auf den Fotos der Weltausstellungen in Amerika in den frühen 1900er Jahren sieht, in einer kurzen Zeitspanne von 2 bis 3 Jahren gebaut wurde, ohne dass es Fotos der Konstruktion gibt und dass sie alle aus Holzpaletten gebaut wurden. Jetzt denkt mal eine Sekunde lang nach. Schaut euch die Weltausstellung in Chicago an, seht euch diese Bauten an und beachtet die Detailgenauigkeit der Architektur. Selbst wenn es nur Holz gewesen wäre, wäre es eine gewaltige Leistung gewesen. Doch alles, was wir als historische Aufzeichnungen der Konstruktionen bekommen, sind ein paar schrottige Aufnahmen, die eigentlich aus einem Film über die Weltausstellungen stammen, und das war's. Es gab auch nicht nur eine Weltausstellung, sondern mehrere in den Vereinigten Staaten während der 1900er Jahre und Dutzende andere auf der ganzen Welt. Also haben sie einfach diese riesigen Weltausstellungen gebaut, nur um sie ein paar Jahre später wieder abzureißen? Viele Städte hatten solche Messen, sogar Louisville, Kentucky und Nashville, Tennessee. Ich meine, schaut, wie groß und prächtig diese Gebäude sind. Das sind ganze Städte und das wirft einige Fragen auf. Wurden diese Gebäude wirklich so gebaut, wie man uns beigebracht hat? Oder gab es sie schon vorher? Wenn man Tartaria eingibt, erfährt man im Wesentlichen, dass Tartaria eine verlorene globale Zivilisation mit fortgeschrittener Technologie war, die auf alten Karten aufgetaucht und dann aus der Geschichte entfernt wurde. Es handelt sich dabei hauptsächlich um alte Landkarten. Und ja, das mag nicht beweiskräftig sein, besonders bei den Karten, auf denen einfach nur Tartar oder Tartaria steht. Aber ich denke, dass eine Karte aus dem Jahr 1540, auf dem Schlösser in Amerika abgebildet sind, unabhängig davon, ob es Kreide oder Wachs ist, ziemlich verdächtig ist, was die Geschichte angeht, die sie uns über die Gründung Amerikas erzählen. Außerdem setzen viele Tartaria immer wieder mit Atlantis gleich, was durchaus berechtigt ist. Aber um den Unterschied deutlich zu machen, stammt Tartaria aus einer viel jüngeren Zeit. Das heißt, wenn die Leute über Tartaria sprechen, sprechen sie eigentlich über die Zeit zwischen 1500 und 1700, wo eine Zivilisation, die in einer viel jüngeren Zeit existierte, aus den Geschichtsbüchern gestrichen wurde, weil sie gekapert wurde. Wo sind die Beweise? Wo ist die Quelle? Nun, jetzt kommen wir zur alternativen Geschichte und falschen Zeitlinien. Beginnen wir mit den Beweisen dafür, dass die ganze Geschichte von Pompeji eine komplette Erfindung ist. Es gibt eine Reihe eklatanter Ungereimtheiten in der akademisch anerkannten Erzählung von der Zerstörung der Stadt und viele Argumente, die dafür sprechen, dass Pompeji tatsächlich um 1600 und nicht vor 2000 Jahren entstand, wie es in den Geschichtsbüchern steht. Zu den Ungereimtheiten gehört, dass die dort entdeckten Fresken, die auf das Jahr 79 nach Christus datiert wurden, tatsächlich den von mittelalterlichen Malern verwendeten Techniken ähneln. Darunter das berühmte Gemälde der 3 Grazien, das im Haus der 3 Grazien in Pompeji gefunden wurde. Darüber hinaus ist der Vesuv auf Karten aus dem 16. Jahrhundert zu sehen, was zeigt, dass der Vulkan noch lange nach dem traditionellen Datum des Ausbruchs aktiv und Pompeji nicht wirklich verloren war. An der Straße nach Nepal befindet sich eine Gedenktafel von 1631, die Pompeji und Herkulaneum als Opfer des Vesuv-Ausbruches von 1631 aufführt. In Pompeji wurden chirurgische Instrumente gefunden, die es zu dieser Zeit noch gar nicht gegeben haben dürfte. Dennoch wurden sie in Pompeji gefunden und auf die Zeit vor 2000 Jahren datiert. Obwohl sie mittelalterlichen chirurgischen Instrumenten ähneln? Ach ja, und wieso haben sie eine Ananas in ihren Wandmalereien, wenn die Ananas erst 1493 nach Amerika kam? Denken wir daran, dass Pompeji angeblich erst 1748 entdeckt wurde. Auch dazu wird es ein ganzes Video geben, in dem wir das aufschlüsseln.
Die Indizien sind da, man muss nur hinschauen. Aber okay, versuchen wir erst einmal Tartaria zu definieren. Tartaria ist ein Begriff, der in der Zeit von 2018 bis 2020 populär wurde, bevor er von YouTubes Algorithmus gefiltert wurde. Tartaria ist im Grunde die nächstgrößte Verschwörung nach FE. Es ist ein riesiges Kaninchenloch, das unsere gesamte offizielle Geschichte in Frage stellt. Der Unterschied ist, dass Tartaria alternative Geschichte ist und FE ist alternative Kosmologie. Es ist interessant, weil viele versuchen, alle Verschwörungen unter einen Hut zu bringen und glauben, dass Tartaria nur etwas ist, woran die Leute glauben wollen. Aber es steckt viel mehr dahinter, als ihr glauben wollt. Und ich mache niemandem einen Vorwurf, dass er es nicht überprüfen will. Aber zu behaupten, dass es einfach nur erfunden ist, ist ironisch, da die Leute Beweise verlangen, ohne sich überhaupt ein ganzes Video anzusehen, was, wie ich schon sagte, verständlich ist. Aber ohne es nachzuprüfen, ist es nicht sehr unparteiisch, es als Unsinn zu bezeichnen. Die Geschichte ist voller Fehler, Lücken in der Handlung und kompletter Erfindungen. Und es ist schwer, diese Ungereimtheiten nicht zu bemerken und keine Fragen zu stellen, wenn man sich erst einmal mit ihr beschäftigt hat. Selbst Fragen, die auf den ersten Blick offensichtlich oder dumm erscheinen mögen. Um also mit den Begriffen abzuschließen, möchte ich euch unsere Definition von Tartaria geben. Tartaria ist das Phänomen oder die Kategorie der alternativen Geschichte, die sich mit der Erforschung verlorener Geschichte und Zivilisationen befasst. Hijacks und gestohlene Gebäude, Magie, Alchemie und Klonen, antike Technik, Kataklysmen, Schlammfluten, begrabene Gebäude, Sternfestungen und befestigte Städte, königliche Blutlinien und geheime Brüderschaften. Heime, Waisenkinder und Oddfellows, unterirdische Tunnel, Abfallwirtschaft und unterdrückte maurische Geschichte. Wenn wir Tartaria einfach nur als Zivilisation betrachten, entgehen uns viele Aspekte dieses Geheimnisses. Denn das ist nur ein Teil, und erst wenn man alle Teile kennt, ergibt sich ein größeres Bild. Für jedes dieser Themen gibt es Indizien. Aber um Tartaria zu verstehen, müssen wir diese Grundlagen haben. Wir sind dabei, in einen Kaninchenbau der Geschichte einzutauchen, der uns nicht beigebracht wurde. Und das bedeutet, dass es einige Dinge gibt, die ihr selbst erforschen müsst. Was bedeutet, dass es keine offiziellen Antworten gibt. Behaltet im Hinterkopf, dass dies nur eine Zusammenfassung sein soll und ich nur so viel zu jedem Thema sagen kann. Okay, fangen wir mit der verlorenen Geschichte und den verlorenen Zivilisationen an. Natürlich wissen wir über Atlantis Bescheid. Aber es gibt auch andere, jüngere Kulturen, die komplett ausgelöscht und aus den Geschichtsbüchern gestrichen und stattdessen als Fantasie oder Mythologie abgestempelt werden. Eine Theorie, die nicht von uns stammt und von mehreren Gelehrten seit dem 17. Jahrhundert diskutiert wird, sind die irischen Ursprünge der Zivilisation. Und ja, ich verstehe, dass es für einige Leute, die es noch nie gehört haben, komisch klingen mag. Aber es gibt tatsächlich eine schockierende Menge an Beweise dafür, dass das gälische und irische Christentum tatsächlich die ursprüngliche Kirche ist und nur von der römisch-katholischen Kirche gekapert wurde. Und wie soll ich das in so einer kurzen Zeit beweisen können? Ich meine, seid realistisch. Doch es gibt in der Etymologie allegorische Hinweise in der Bibel, die nicht wörtlich zu nehmen sind, sondern allegorisch. Eines der besten Bücher zu diesem Thema ist Irish Wisdom Preserved in Bible and Pyramids von Conor McDerry, das diesen Prozess der Übernahme einer Zivilisation im Detail beschreibt. Manchmal kann dies für Menschen, die neu in diesem Thema sind, verwirrend sein. Und eine typische Reaktion ist, dass einige Leute sofort das moderne irische Volk vor Augen haben. Wir sind sicher, dass viele aus Irland mit RH-negativen Blutlinien damit verbunden sind. Aber worüber wir wirklich diskutieren, ist das alte Land Irland und seine Völker. Und interessanterweise ist dies der Ort, der mit Atlantis verbunden ist. Denkt daran, dass ich versuche, dies einem normalen Geist zu erklären.
sodass sofort die Alarmglocken läuten, wenn ich das Wort Atlantis sage. Worüber wir jedoch sprechen, ist die Entwicklung der Zivilisation. Man erzählt uns von einer Ost-West-Bewegung der Zivilisation. Dass fortschrittliche Gesellschaften vor 5000 Jahren in Sumerien, Mesopotamien und Ägypten entstanden und dann im Laufe der Zeit langsam in den Westen wanderten. Aber bei Tartaria diskutieren wir darüber, wie sich die Zivilisation von West nach Ost, also von Atlantis aus, entwickelt hat. Hier ist ein Zitat von Donnelly. Ich werde es nicht vorlesen, aber das ist der Beweis dafür, dass die Leute seit über 200 Jahren über das reden, was wir gerade besprechen. Und nein, das bedeutet nicht, dass diese Behauptungen wahr sind. Aber es bedeutet, dass ich das nicht einfach aus dem Nichts erfinde. Es gibt eine Grundlage für all diese Gedanken, von denen einige zu tiefgründig sind, um sie in einem kurzen Video zu erklären. Der Punkt ist, dass es nach der Sintflut Überlebende gab, die in Irland landeten und die Zivilisation wieder aufbauten. Und lasst uns nun diese ganze Aria-Sache aus dem Weg räumen. Denn viele sind automatisch darauf programmiert, dieses Wort in einem bestimmten Licht zu sehen. Diese Menschen waren multikulturell. Und das wissen wir, weil Arya sich nicht auf eine Rasse bezieht, sondern in Sanskrit auf einen Mann von Ehre, einen weisen Mann. Dies führt zu der alten Geschichte Irlands mit den Duatha De Danann und den Fomorianern, die nach einer Zeit der Katastrophen sesshaft wurden und begannen mussten, Königreiche zu gründen. Dafür gibt es Beweise. Aber auch hier ist die Geschichte durcheinander geraten, weil die Menschen, die sie in Gang setzten, Orte, Namen und Daten vertauschten, um sie noch verwirrender zu machen. Zum Beispiel die Phönizier. Das ist ein weiteres Thema von Tartaria, das wir oft ansprechen, das aber auch viel Verwirrung stiftet, doch das war so gewollt. Die Phönizier sind die späteren Kanaaniter, aber sie sind auch die erste Zivilisation, der die Schaffung eines Alphabets, der Mathematik und fortschrittlicher Seefahrt zugeschrieben wird. Viele Forscher haben die Verbindungen zwischen den alten Phöniziern und den Kelten aufgezeigt, einschließlich der Ähnlichkeit zwischen dem gälischen und den semitischen Sprachen. Der Mainstream der Geschichtswissenschaft wird sagen, dass dies darauf zurückzuführen ist, dass die Phönizier sich in Irland niederließen und die Kelten aus ihrer Kultur hervorgingen. Aber der Unterschied in Kunst, Kultur und mündlicher Überlieferung in Irland ist mit keinem anderen Land der Welt vergleichbar. Und einige der ersten megalithischen Strukturen wurden in Irland mit astrologischen Assoziationen tausende Jahre vor den Pyramiden geschaffen. Wie in Irish Wisdom Preserved in Dublin Pyramids dargestellt, ist die Geschichte eigentlich umgekehrt. Die Phönizier sind die späteren Hebräer, die vom Jew-Tree, Eibenbaum, oder eine korrumpierte Version der ursprünglichen Spiritualität. Das ist es, was wir als den phönizischen Hijack bezeichnen. Den Prozess, in dem die alte Kirche, die Kirche von Ayessa, oder die frühe phönizische oder finnische, keltische, hibernische Priesterschaft zerstört, plagiiert und dann umbenannt und aus der Geschichte verdrängt wurde. Diese Völker wurden dann gekapert und zu den späteren Phöniziern, auch bekannt als die Kanaaniter. Und sie wurden zur neuen Kirche, dem Heiligen Römischen Reich. Der Beweis liegt in der Sprache, der Kultur, den mündlichen Überlieferungen und den Fälschungen, die in der Bibel enthalten sind, wie von Conor McDerry dargestellt. Die in diesem Buch dargestellten Fakten sind unbestreitbar und für jeden, der ein Grundverständnis der irischen Geschichte hat, klar ersichtlich. Um es nochmal anders zu erklären. Nach dem Untergang von Atlantis landeten die Überlebenden im alten Irland. Diese Zivilisation begann sich mit einer Vielzahl von anderen Kulturen zu vermischen und brachte ähnliche Legenden, Traditionen und Wissenschaften hervor, die über die ganze Welt verbreitet wurden. Sie machten sich dann auf den Weg nach Osten, in das Indus-Tal, wo die mesopotamischen Kulturen oder Arya-Kulturen wie die Sumerer entstanden. Und dies setzte sich dann in Tartaria oder Asien fort. Im Wesentlichen verbinden wir in unseren Forschungen die Tataren mit den antiken Skythen. Dies wird von mehreren Historikern des 18. Jahrhunderts erwähnt, und die Skythen waren die Kelten, die nach Osten gereist waren.
aber sie erzählen uns die Geschichte in umgekehrter Reihenfolge. Der Begriff Tatar ist eigentlich ein gälischer Begriff, der mit der Geschichte eines irischen Soldaten verbunden ist, der weit im Osten einen Tatar, einen Dieb fängt. Der Grund, warum wir Irland erwähnen, ist, dass es viele Forscher gibt, die sich mit der unterdrückten Geschichte der alten Kelten und Druiden beschäftigt haben. Die Druiden waren buchstäblich der Hauptfeind des Römischen Reiches. Sie wurden als Wilde und Barbaren beschrieben. Doch die Geschichte, die wir über sie erfahren, stammt von dem römischen Historiker Josephus selbst. Nach Atlantis wurde die Kirche von Aessa in Irland gegründet und dehnte sich bis zur Beringstraße aus, wo sie tatsächlich die Grenze überquerte und Kolonien in Nordwesten Amerikas gründete, wie es auch auf alten Karten dargestellt ist. Die Karte, die ihr hier seht, ist die Monte-Karte von 1587. Auf dieser Karte gibt es einige wirklich interessante Dinge, aber man sieht, dass es in dieser Zeit drei große Städte in Florida und auch in anderen Orten in der USA gibt, die eigentlich nicht auf dieser Karte sein sollten. Es gibt auch Karten, die riesige Mengen an Architektur in ganz Asien und Afrika zeigen, die es heute nicht mehr gibt. Und das stimmt nicht mit der offiziellen Erzählung dieser Zeitepoche überein. Im Laufe der Zeit bildeten sich viele verschiedene Völker und Kulturen, nicht nur die Iren. Und jede Kolonie hat ihre eigene Nation gegründet. Das, was ursprünglich ein System spiritueller Allegorien mit der Absicht war, Menschen mit einem Sinn für Moral und dem Streben nach einem höheren Selbst zu schaffen, begann von bestimmten Staaten missbraucht zu werden und das führte zur Entstehung von Religion. Der verwirrende Teil ist, dass wir seit unserer Geburt mit falschen Zeitlinien gefüttert wurden. Zum Beispiel Rom. So wie wir einige Ungereimtheiten mit Pompeji erwähnt haben, gibt es viele weitere zu bedenken. Einer der beliebtesten Punkte, die in der Tatarier-Gemeinschaft angesprochen werden, sind die Werke von Fomenko. Er ist ein Gelehrter, der über das Thema falscher Chronologien geschrieben hat und die Idee vertritt, dass Rom möglicherweise 1000 Jahre zur Zeitlinie hinzugefügt hat, um seine Macht in der Geschichte auszuweiten. Dies führt zu einem der wichtigsten Chronisten, der für unsere heutige Zeitrechnung verantwortlich ist. Joseph Justus Scaliger, oder das, was wir als skaligarische Geschichte kennen. Interessant ist, dass die Menschen, die für die moderne Chronologie verantwortlich sind, eigentlich religiöse Fanatiker waren, die versuchten, die gesamte menschliche Geschichte auf einen Zeitraum von 5000 Jahren zu reduzieren. Viele historische Persönlichkeiten haben im Laufe der Zeit für alternative Versionen dieser Chronologie argumentiert, darunter auch Isaac Newton. Fomenkos Arbeit ist recht detailliert und zeigt eine Reihe von Ungereimtheiten, historischen Persönlichkeiten und Datierungen von wichtigen Ereignissen, die verändert wurden, um in eine bestimmte Erzählung zu passen. Dies ist zwar nicht beweiskräftig oder so, aber auf jeden Fall interessant zu erwähnen. Und nicht nur unser Kalendersystem wurde bei der Gründung der römischen Kirche verändert, sondern obendrein begannen sie, ein J für eine 1 zu verwenden, was auf vielen alten Tafeln, Wappen und sogar Gebäuden zu sehen ist. Aber niemand weiß, warum sie das taten. Es scheint einfach eine Art Bruderschaft zu sein, die sich auf die Hypothese der Phantomzeit bezieht, dass die römische Kirche das Ausmaß ihrer Herrschaft verfälschte. Interessanterweise ist das J der am viertwenigste verwendete Buchstabe im modernen englischen Alphabet, obwohl er im 16. Jahrhundert geschaffen worden sein soll. Aber warum beginnen dann so viele biblische Namen mit dem Buchstaben J? Es gibt Hunderte, darunter Jesus, Jakob, Jeremia, und sie alle stammen aus der römischen Bibel. Warum so viele Namen mit einem J? Und wie viele Übersetzungen gibt es für einen Buchstaben, der im 16. Jahrhundert entstanden ist, in einem Buch, das angeblich 1000 Jahre zuvor geschrieben wurde? Wir erwähnen dies, weil Fomenko ausdrücklich darauf hinweist, dass das J auch bei der Datierung von Dokumenten, bei Bauwerken und in der Kunst verwendet wurde. Es war eine Methode, mit der man die Geschichte durch den Einsatz von Fälschungen und Plagiaten verändern konnte. Auch hier sind wir nicht diejenigen, die sich das ausgedacht haben. Es gibt Berge von Forschungsergebnissen zum Thema römisch-katholische Kirche und Fälschungen, die ihr weiter untersuchen müsst, wenn ihr auf der Suche nach Beweisen seid.
denn wir haben es mit Geschichte zu tun, die uns von den königlichen Eliten überliefert wurde. Zum Beispiel mit Plinius der Jüngere und Plinius der Ältere und einigen anderen berühmten Historikern aus dieser Zeit, die auch für unsere Sicht der Geschichte verantwortlich sind. Die frühesten Spuren dieser Dokumente stammen aus dem 15. Jahrhundert. Die ersten Plinius-Briefe wurden 1471 in Italien veröffentlicht. Es gibt kein echtes erstes Exemplar von Plinius dem Älteren, aber auch keines vor dem Jahr 1400. Geschichte kann leicht gefälscht werden, besonders wenn wir über eine Zeit sprechen, in der die römische Kirche noch Macht über ganz Europa hatte und dann heimlich ihre Macht in die venezianischen Familien verlegte. Ist es nicht seltsam, dass die Römer all diese erstaunlichen Technologien besaßen, die sie dann irgendwie verloren haben? Beton, Aquädukte, gepflasterte Straßen, realistische Skulpturen, Toiletten, Gewächshäuser und fortschrittliche Architektur, die wir heute mit moderner Technologie nicht einmal erreichen können. Und doch wurde all das irgendwie vergessen und wir erleben 1500 Jahre lang ein dunkles Zeitalter. Und dann haben wir buchstäblich aus dem Nichts eine beeindruckende Entwicklung von Kunst, Musik und Literatur, die alle aus der Zeit um das 17. Jahrhundert stammen. Davor gibt es nur wenige Beispiele und deren Datierungen sind fragwürdig. Der Punkt ist also, dass es eine riesige Lücke zwischen der Zeit Roms und dem finsteren Mittelalter gibt. Und plötzlich tauchen unsere Musik, Kunst und Literatur während der Renaissance aus dem Nichts auf? Das macht keinen Sinn. Und man fängt auch nicht einfach an, im 17. Jahrhundert aus dem Nichts heraus Musik wie Beethoven zu machen. Das Gleiche gilt auch für die ganzen Renaissance-Künstler, die aus Italien kamen. Nicht nur die Geschichte und die Gebäude wurden gekapert, sondern auch die Kunst, die Kultur und die Musik. Ferris hat bewiesen, dass viele dieser alten europäischen Kirchen gar nicht als Kirchen konzipiert waren und dass einige dieser Gebäude in der alten Welt so konstruiert wurden, dass sie Energie aus der Atmosphäre aufnehmen konnten. Wo ist der Beweis? Nun, es gibt Bücher zu diesem Thema. Es nennt sich Atmosphärische Elektrizität. Und ja, man untersuchte, wie man diese Energie nutzbar machen konnte, lange bevor man uns in der Schule die Geschichte von Benjamin Franklin erzählte, der angeblich die elektrische Natur des Blitzes entdeckte. Er ließ einen Drachen mit einem Schlüssel steigen? Leute, das ist freimaurerische Symbolik. Benjamin Franklin war buchstäblich auf dem höchsten Rang der Freimaurerei und man kann sogar den Kompass in diesem berühmten Gemälde sehen. Diese Gebäude der alten Welt verfügten über Technologien, die in der Lage waren, Elektrizität aus der Atmosphäre zu gewinnen. Normalerweise werden diese Spitzen auf den Türmen nur als Kompass gesehen, aber sie sind mehr als das. Es gibt Videos von alten Tempeln, wo es aussieht, als ob diese Technologie noch aktiv ist. Diese elektrischen Ladezentren wurden dann in physische Gottesdienstzentren umgewandelt. Das ist vielleicht für manche ein bisschen zu schnell und zu spekulativ. Also lassen wir es langsam angehen und sprechen nur über die Fakten. Im Laufe der Geschichte war die Architektur in Kriegszeiten oft ein Ziel. Gebäude wurden gekapert und umfunktioniert, um den Bedürfnissen der Eroberungsmacht zu dienen. Von antiken Tempeln, die in Kirchen umgewandelt wurden, bis hin zu Palästen, die in Militärkasernen umgewandelt wurden. Der Diebstahl von Architektur hatte einen großen Einfluss auf viele Gesellschaften. Fast alle katholischen Kirchen in der Geschichte wurden auf alten heidnischen Tempeln erbaut. Zum Beispiel wurden angeblich mehrere im 15. Jahrhundert nach Christus in christliche Kirchen umgewandelt. Der Parthenon in Athen, der Jupitertempel in Rom, der Baalstempel in Syrien, der Artemistempel in Ephesus und viele mehr. Aber all diese wurden in christliche Kirchen umgewandelt, was zeigt, wie Gebäude aus der alten Welt für eine neue Agenda umfunktioniert wurden. Das zeigt, dass der Diebstahl von Architektur im Laufe der Geschichte ein immer wiederkehrendes Thema war. Aber nicht nur das. Ein weiterer Aspekt ist der Ikonoklasmus, also die Zerstörung von religiösen Bildern und Symbolen. Es ist eine Form religiöser Gewalt, die im Laufe der Geschichte zur Zerstörung der Vergangenheit eingesetzt wurde. Ein Beispiel dafür sind die Hugenotten.
eine Gruppe französischer Protestanten im 16. und 17. Jahrhundert. Die Hugenotten waren für ihre ikonoklastischen Tendenzen bekannt, die zur Zerstörung vieler katholischer Kirchen und religiöser Artefakte führten. Während der Religionskriege in Frankreich zielten es die Hugenotten auf katholische Kirchen ab und zerstörten Statuen, Gemälde und andere religiöse Artefakte. Dies geschah in dem Bestreben, die Kirche von dem zu reinigen, was sie als götzerdienerische Symbole ansahen, um sie mehr mit dem protestantischen Glauben in Einklang zu bringen. Lasst uns jetzt kurz nochmal in die Tiefe gehen, denn einige von euch werden vielleicht denken, was ist mit den Tataren oder den alten irischen Zivilisationen passiert? Natürlich gibt es da keine direkte Quelle für diese Frage, also müssen wir ein wenig nachforschen. Den nächsten Bereich, den wir erklären müssen, wenn es um Tartarier geht, sind Kataklysmen. Aus irgendeinem Grund wird diesem Thema im Geschichtsunterricht nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt. Aber die mittelalterlichen Schriftsteller sprachen ständig von Kataklysmen. Und wir sprechen hier nicht von der Flut oder von Atlantis, sondern von Feuer- und Erdkataklysmen, wie sie in Platons Timaios beschrieben werden. Timaios ist Platons wertvollstes Werk und er beschreibt den Zyklus und den Untergang mehrerer vergangener Zivilisationen, nicht nur von Atlantis. Und nach dem, was wir heute wissen, ist es möglich, dass das Werk des Timaios tatsächlich aus dem 16. Jahrhundert stammt und nicht von vor 2000 Jahren, was der Geschichte einen völlig anderen Kontext verleihen würde. Wir wissen nur, dass es in letzter Zeit mehrere Kataklysmen gegeben hat. Darunter auch mehrere, die mit Kometen in Amerika in Verbindung gebracht werden. Wir haben einige Videos, in denen dies erörtert wird und sogar Beweise dafür, dass die großen Seen in Amerika tatsächlich in den 1600er Jahren entstanden sind. Diese Kataklysmen sind wichtig, weil sie zeigen, dass die Zivilisation mehrere Rückschläge erlitten hat. Der jüngste, der die meisten Auswirkungen hatte, scheint der Krieg von 1812 zu sein, der wiederum nicht nur eines der größten Erdbeben der Geschichte hatte, sondern es gab auch einen Kometen von 1812. Es gibt Beweise dafür, dass es in jüngerer Zeit überall auf der Welt massive Überschwemmungen gab, darunter auch Schlammfluten. Viele alte Gebäude und Strukturen auf der ganzen Welt scheinen in der Tat verschüttete Gebäude zu sein, die von Schlamm und Sedimentschichten verdeckt sind. Die Idee der Schlammflut ist, dass es eine Reihe von Fluten gab, die über die alte Welt hinwegfegten und ganze Städte in ganz Europa und Amerika unter Schichten von Schlamm und Schutt begruben. Für viele, die das zum ersten Mal hören, mag das lächerlich klingen, aber es gibt Anhaltspunkte dafür, dass es tatsächlich wahr sein könnte. Ein starkes Argument ist, dass es in der Archäologie antike Stätten gibt, die Tells genannt werden und aus angesammelten Schutt und natürlichem Sediment bestehen. Es handelt sich also um verschüttete Städte. Ein weiteres Argument ist, wie bereits erwähnt, dass viele Gebäude in der alten Welt, insbesondere aus dem 17. bis zum 19. Jahrhundert, Keller haben, die weit unter die Erde reichen. Diese Keller sind von der Oberfläche oftmals nicht sichtbar, aber enthalten Fenster und Türen. Vergessen wir auch nicht die zahllosen Berichte aus alten Texten und Legenden, in denen massive Überschwemmungen und kataklysmische Ereignisse beschrieben werden, die über die alte Welt hinwegfegten. Ein Manuskript mit dem Titel Augsburger Wunderzeichenbuch beschreibt mehrere Katastrophen im Detail, aber es enthält einen sehr interessanten Punkt. Es wird behauptet, dass es sich dabei nicht um Naturkatastrophen handelte, sondern um Katastrophen, die das Werk einer höheren Macht waren, was darauf hindeutet, dass sie bis zu einem gewissen Grad bewusst geschaffen wurden. Und was ihr jetzt hören werdet, ist umstritten, aber es gab schon immer eine Faszination für die Bundeslade. Diese Kananiter hatten die Kontrolle über eine sehr mächtige Waffe, die jenseits der Technologie liegt, die wir heute haben. Es soll eine Massenvernichtungswaffe sein. Und nein, ich glaube nicht wie viele andere, dass es etwas mit Außerirdischen zu tun hat. Wenn ihr mich fragt, sieht es so aus, als hätten wir es mit schwarzer Magie zu tun, die die bewusste Erschaffung von Katastrophen beinhaltet.
Das ist vielleicht sogar ein bisschen zu tief gegriffen, also werde ich mich ein bisschen zurückhalten. Aber Magie kommt hier ins Spiel. Und nein, wir reden hier nicht von Zauberei oder Fantasiemagie, sondern davon, dass jeder königliche Hof einen Astrologen und einen Meisteralchemisten hatte. Sie versuchten nicht nur Vorhersagen zu treffen, sondern auch sie zu erzwingen, um ihre Massenrituale zu manifestieren. Und das sind natürlich nur Vermutungen, aber es ist wichtig zu bedenken, dass es durch Rituale oder eine Art unbekannter Technologie möglich gewesen sein könnte, die Atmosphäre oder die Bedingungen zu beeinflussen, die bestimmte katastrophale Zustände hervorrufen. Die Erdbeben von New Madrid im Jahr 1812 waren die stärksten, die in der amerikanischen Geschichte aufgezeichnet wurden. Das Ausmaß der Schäden ist immer noch nicht wirklich bekannt, doch es gibt eindeutige Hinweise in der heutigen Zeit und sogar in unseren spärlichen fotografischen Aufzeichnungen. Wir sehen Fotos aus den späten 1800er Jahren, auf denen sie Städte aus dem Schlamm ausgraben. Warum waren alle Straßen aus Dreck und Pferdeäpfeln gebaut, während die Römer gepflasterte Straßen hatten? Warum gab es in den Vereinigten Staaten bis nach 1900 keine vernünftige Abfallwirtschaft? Nun, weil sie diese Städte fanden und keine Ahnung hatten, wie man sie betreibt. Sie kamen und begannen, Abfall und Wasser in ein einziges Rohr zu leiten, von denen viele alte Wassertunnel zur Entwässerung der Städte waren. Und was passierte? Es stank gewaltig. Und überall in den Vereinigten Staaten gab es massive Epidemien bis ins späte 19. Jahrhundert. Es passt nicht zusammen, dass man all diese großartigen Gebäude baute, von Bürgerkriegsfestungen, auch bekannt als Starforts oder Sternfestungen, bis hin zu massiven Villen aus dem vergoldeten Zeitalter. Aber sie hatten keine Badezimmer oder Sanitäranlagen? Dies führt uns zu einigen anderen tiefgründigen Themen, wie der Ernährung und den spirituellen Fähigkeiten dieser früheren Bewohner. Aber viele dieser Informationen werden für die meisten von euch, die neu in diesem Thema sind, zu viel sein. Diese Bürgerkriegsfestungen sind Sternenfestungen. Seid ihr schon mal in einer gewesen? Einer der massivsten ist in Pensacola an einem Strand. Und viel Glück dabei zu erklären, wie sie das in den frühen 1800er Jahren auf weichem Sand gebaut haben. Sie hatten diese überall an der Ostküste und sogar in San Francisco. Aber die Erklärung ist, dass sie während der Bürgerkriegszeit gebaut wurden, um die Küste Amerikas zu schützen? Das stimmt nicht, denn viele dieser Bauwerke basieren vermutlich auf älteren Festungen. Und auch die Spanier haben bei ihrer Ankunft in Frankreich massive Festungsanlagen gebaut, obwohl die Museen uns gerne weismachen wollen, dass sie nur hölzerne Gebäude gebaut haben. Die gesamte Geschichte der Kolonisierung von Amerika ist eine Erfindung. Man erzählt uns diese Geschichte, dass diese Länder wie Spanien, Frankreich und England sich gegenseitig bekämpften, um Amerika zu kolonisieren? Okay, aber für wen arbeiteten sie? Wer finanzierte diese Projekte? Nun, sie standen alle unter der Kontrolle der Heiligen Römischen Kirche und der Beweis liegt in den Wappen. Was glaubt ihr, was ein Wappen ist? Gebt den Triumphbogen oder Ehrenpforte Maximilians ein, ein Holzschnitt aus dem 16. Jahrhundert, der euch alle römisch kontrollierten Lakaien zeigt. Es ist eine riesige, königliche Blutlinienoperation. Das ist die Geschichte, die wir erhalten. Diese Bürgerkriegsfestungen oder Bastionen oder Sternenfestungen gab es bereits in Amerika und jede große europäische Stadt der Antike war einst eine befestigte Stadt. Das ist das Geheimnis von Amsterdam und Paris. Sie sind massive Sternenfestungen. Sternfestungen enthalten mehrere Schichten, einschließlich eines unterirdischen Tunnelsystems. Man kann viele dieser europäischen Sternfestungen auf vielen alten Karten aus dem 16. Jahrhundert sehen, was zeigt, dass sie nicht nur Bastionen waren, die für den Krieg genutzt wurden, sondern auch für die Errichtung von massiven Städten. Eine der unmittelbarsten Fragen von jemandem, der neu in diesem Thema ist, ist: Warum sollten sie das tun? Und wer sind die? Warum lügen sie über alles?
Warum sollten sie die Geschichte vertuschen? Nun, weil diese okkulten Gesellschaften von der königlichen Kirche kontrolliert wurden und diese Kirche ist eine gekaperte Kirche, die zu einer früheren Zivilisation gehörte. Aber nicht nur das. Die Kontrolle von Informationen ist notwendig, um eine Gesellschaft zurückzusetzen. Darauf wird auch in Hollywood-Filmen immer wieder hingewiesen, in denen die Eliten einer Gesellschaft die verborgene Geschichte für das größere Ziel verschweigen. Genau das ist es, worüber wir hier sprechen. Königliche Elite-Blutlinien, die okkulte protestantische Denker finanzieren, um ein brandneues Atlantis zu schaffen, wie es von Francis Bacon erdacht wurde. Eine wissenschaftlich beherrschte Gesellschaft, die für die Ewigkeit existieren und nie wieder untergehen würde. Warum sollte dies also unterdrückt werden? Nun, wenn wir alle wüssten, dass wir eine zurückgesetzte Bevölkerung sind und dass es vor uns fortgeschrittene Zivilisationen mit überlegener Technologie gab, die nichts für Energieressourcen verlangten, dann würde uns das viel schwieriger zu kontrollieren machen. Wie bereits erwähnt, scheinen einige dieser Gebäude der alten Welt mit dem Ziel gebaut worden zu sein, Energie aus der Atmosphäre zu extrahieren. Aber darüber hinaus hatten sie Luftschiffe, die sich mit im Wesentlichen kostenloser, wenn nicht billigerer, sauberer Energie fortbewegen konnten. Dadurch konnten sie auch große Mengen an Gütern transportieren, möglicherweise sogar Gebäude? Warum glaubt ihr, war ein Kameramann zur Stelle, um die Zerstörung der Hindenburg zu filmen? Um das alte Modell, das auf sauberer Energie basierte, auszulöschen und ein neues System schmutziger Ölenergie einzuführen. Das ist nicht der einzige Grund. Wie wir sagten, begann alles mit dem korrumpierten Baalskult, der Religion der Kanaaniter. Einige mögen denken, dass die Leute gerne die verrücktesten Dinge glauben, ohne einen wirklichen Grund. Und dass sie nicht einmal etwas davon haben. Und natürlich habt ihr recht, dass die Leute dazu neigen, an Verschwörungen zu denken, wenn es um große Mengen an Macht und Geld geht. Und dafür gibt es auch einen Grund. Aber das ist nicht der einzige Grund, warum wir zu den Schlussfolgerungen gekommen sind, zu denen wir gekommen sind. Es geht um den Versuch, unsere Vergangenheit zu verstehen. Aber auch darum, den Status quo in Frage zu stellen, der uns buchstäblich aufgezwungen wurde. Was haben wir davon? Es geht darum, unsere Vergangenheit zu verstehen und einfach neugierig zu sein. Ich meine, die Realität ist weitaus merkwürdiger als die Fiktion. Und im Schulsystem wird uns eine langweilige, stumpfe Version der Geschichte beigebracht, die dazu führt, dass sich die Menschen nicht wirklich für das Leben interessieren. Es wird häufig gesagt, dass die elitären Spinner sich nicht wirklich für Religion interessieren. Das stimmt, aber viele vergessen, dass sie Inversionisten und Okkultisten sind. Die Eliten interessieren sich für die Religion in der Weise, dass sie sie gerne ins Lächerliche ziehen. Und noch einmal, wir sind nicht religiös oder Christen. Sicher gibt es im Moment eine Menge satanischen Hype. Und wahrscheinlich aus gutem Grund, weil die Leute in diesen bestimmten Symbolen irgendwie beunruhigende Muster erkennen. Man lehrt uns, dass der Mensch heute auf seinem Höhepunkt ist. Als ob wir unseren Maximalpunkt der Evolution erreicht hätten. Aber ich denke, es ist ziemlich offensichtlich, dass das nicht der Fall ist, wenn man sich das Niveau des Bewusstseins in den Medien und unserer heutigen Kultur ansieht. Es ist wohl zutreffender zu sagen, dass wir uns als Spezies zurückentwickelt haben. Denn in einem größeren Kontext, verglichen mit den Zivilisationen der Antike, ist eine enorme Menge an Wissen und Intelligenz verloren gegangen, verglichen mit dem, was einst in der Vergangenheit erreicht wurde. Ist es nicht seltsam, dass wir einfach die Fähigkeit verloren haben, diese Strukturen zu bauen? Ich meine, vergleicht mal eure Stadt mit einer Stadt aus der antiken Welt. Es ist schockierend, wie viel wir verloren haben. Und unsere neuen Konstruktionsmethoden der Moderne sind nicht für die Ewigkeit ausgelegt. Es soll nicht heißen, dass wir nicht über die Technologie verfügen. Aber man sollte doch meinen, dass es eine Weiterentwicklung der fortschrittlichen Architekturen
und der früheren Stile geben würde. Aber stattdessen leben wir in billigen Kastengebäuden. Wir wären dir dankbar, wenn du das Video mit deinen Freunden teilst. Obwohl ich nicht glaube, dass viele sich das ganze Video ansehen werden. Ich meine, ich wäre überrascht, wenn sie es täten. Und ich erwarte auch nicht, dass dies irgendetwas für irgendjemanden beweist. Ich meine, wir behaupten nicht, die Antworten zu haben. Wir sehen das als eine Art Gelegenheit, diese Information an mehr Leute weiterzugeben und anderen dabei zu helfen, die Geschichte zu hinterfragen. Also denke ich, dass es das wert ist. Unabhängig davon, danke fürs Zuhören. Wenn ihr unsere Arbeit aktiv unterstützen möchtet, findet ihr in der Beschreibung Links zu PayPal. Und alles, was wir hoffen können, ist, dass unser Verstand entschleiert wird. Lass alles los, was du für wahr hältst. Entspanne den Geist und stelle die Frage: Verstehe ich wirklich, was diese Realität ist?